Hallo zusammen, wir behandeln heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ranken wir heute nervige Söhne in Serien. Intro ab. Ah, da sind wir schon. Hallo. Und zwar habe ich mir dafür Verstärkung geholt, und zwar Johanna. Hallo. Und Daniel Schröckert kennt ihr vielleicht von Kino Plus, nehme ich an. Nee. Und Johanna kennen wir noch nicht von Kino Plus. Nee, ich habe noch nichts mit Serien am Hut eigentlich, zumindest auf dem Sender. Privat traue ich in der Theorie. Aber du warst doch schon so bei der Binge, oder? Nein. Gar nicht? Nee. Doch, ja, müssen wir mal machen. Haben wir nicht schon über irgendwas geredet? Wir haben über, im Hörspielplatz haben wir geredet. Aber nicht über, also haben wir nicht über Serien mal irgendwie Friends? Privat. Nee. Oder irgendwas, was ich nee. So nicht. Nee, ich denke immer, ich habe doch nichts zu sagen. Also ich habe doch nichts dazu zu sagen. Ich gucke das doch nur. Ich hab doch. Und das ist falsch, weil im Gespräch mit dir hat sich herausgestellt, dass du durchaus Plan von Serien hast und auch viele dieser Charaktere, die wir heute besprechen wollen, kanntest und da auch eine Meinung zu hast. Und deshalb ja, haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch wir jetzt probieren's mal zusammen. Aus. Machen wir doch mal zusammen. und ja, wie ihr vielleicht schon jetzt mitbekommen habt, wir ranken Söhne in Serien, weil mir beim Rewatch von Sopranos und Breaking Bad aufgefallen ist, dass sowohl AJ als auch Flynn oder Walter White Jr. echt nicht die besten Rollen haben. Und dann kam House of the Dragon und dann Aegon der Zweite, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist wieder dasselbe. Wieder so ein verzogener Bengel. Bengel, genau. Der sich seiner Rolle nicht bewusst ist und so und einfach nur auf den Sack geht. Ja, und dann haben wir jetzt hier so eine schöne Liste an Söhnen, wenn wir mal draufgehen können. Wir haben hier eine Tierliste, wie sie vielleicht vor 2 Jahren oder so im Internet cool war. Und das machen wir jetzt nämlich auch. Hier haben wir ganz viele Söhne. Und die werden wir nicht alle und auch nicht mit der endgültigen lexikalischen Richtigkeit. Doch. Okay. Was hier beschlossen wird, hat Bestand. Wir sind ein Tribunal, genau. Wir setzen das jetzt ein für alle mal fest. Und, aber jetzt nur mal, definieren wir doch mal schrecklich. Schrecklich? Ja. Schrecklich. Weil ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich. Ja. Anthony Soprano Jr. Ja. Ist ja eigentlich auch nur ein Produkt seines Umfeldes. Ja. Jetzt kommen wir gleich, klar. Stimmt. Nervig ist ja die Kategorie, ne? Ja, ja. Stimmt, aber er ist ja trotzdem. Er nervt. Also, er nervt ja trotzdem. Also, da, zum Beispiel Meadow nervt nicht. Ja, aber finde ich, habe ich jetzt auch schon anderes. Aber jetzt auch schon Gegenteil. Jetzt natürlich unfair zu sagen, okay, die kriegt halt nicht die Szenen. Ne? Aber, ja. Ich würde auch, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass Meadow zum Beispiel einfach auch gar nicht so oft thematisiert wurde wie Dings, oder? Wie meinst du? Naja, also dass sie nicht so viel abbekommt oder ja, was? Wie viel Screentime? Wie viel Storystränge hat Meadow gehabt? Ne? Also was war's? Supermarktkasse? Nee. Nee. Also sie hat ja immer so die Freunde, vor allem am Anfang, die dann in Konflikt mit Tony geraten, weil Weird Dalliance. und später dann natürlich, wo sie sich entscheidet, will ich Ärztin werden oder sich dann letztendlich ja dazu entscheidet, Anwältin werden zu wollen. Mhm. Also Spoiler-Alarm. Sorry, die Serie ist 25 Jahre alt. Ich bin jetzt fast dafür ein, mein Gott. Aber gut, sie wird Anwältin. Also ja. Beziehungsweise, ja. Passt doch aber auch wieder, ist doch gut. Bevor sie erschossen wird. Nein. Nein. Genau. Und ja, wenn wir wollen, können wir ja gleich mal Anthony Soprano quasi besprechen. Aber warte, ich habe noch eine Frage. Ja. Wir einigen uns jetzt gemeinsam auf einen Wert, wie nervig ist dieser Sohn, dieser Seriensohn, und tragen den in die Liste ein. Und wir einigen uns auf ein, nicht jeder macht seine eigene Liste, sondern wir müssen uns irgendwie in der Mitte treffen. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Okay. Und da haben wir S wie super nervig bis D wie doch gar nicht so nervig. Okay. Zwischendrin ist A wie akut nervig, B wie beiläufig nervig, C wie kaum nervig und D wie. Aber wo ist der Unterschied zwischen B und C? Ja, es ist halt eine kleine Abstufung. Es orientiert sich am amerikanischen Bildungssystem, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Das sind die Noten da, glaube ich. Ja, ist, genau. Glaube ich, gut und so. Und einfach, dass wir quasi wissen, A ist akut nervig, B ist. Aber da hätten wir nicht noch ganz oben dann F wie voll nervig? Nee, ja, stimmt. Ganz unten, oder? Hä, ist nicht A das Beste? Wieso steht da noch ein S? Ganz oben. S ist super nervig. So, das ist das Krasseste, das ist, machen, was es gibt. Wir wollen. Ja, genau. Verstehe. Und A ist ein bisschen weniger nervig als S nervig. Ja. Okay. Und da fangen wir doch mal an mit Anthony Jr. Du hast es schon gesagt. Er kriegt die, er kriegt ein bisschen mehr Screentime als Meadow. Meiner Meinung nach ist er aber dümmer. Er viel mehr Fettnäpfchen. Er tritt eigentlich in alle Fettnäpfchen, die es gibt. Wo er da im Sportunterricht betrunken ist, weil er den Wein
klaut mit seinen Freunden und dann trinkt. Richtig dumm. Und er wird dann auch noch erwischt. Ja, aber also, ich muss sagen, so dumm er ist, ja, so sehr leidet er ja auch daran, zu wissen, dass er dumm ist. Beziehungsweise nicht der Hellste. Es wird das ihm stimmt. gesagt. Das stimmt. Es wird ihm auch viel gesagt. Es wird ihm auch viel gesagt. Irgendwann checkt das dann auch. Und also, eine Figur zu verurteilen, ja, dafür, dass sie eigentlich ein bisschen einfach ist, mhm, und sie dann halt als nervig abzustempeln, eben weil sie einfach ist, ja, und weil sie aufgrund ihrer Einfachheit eben dumme Sachen macht, ja, weiß ich nicht, ob das so fair ist, wenn ich da noch so andere Kandidaten im Arsenal sehe. Okay. Ne? Aber jetzt noch mal ganz kurz, er ist ja nicht nur auch dumm, er ist ja auch, wie gesagt, sehr verzogen. Und es wird sich auch noch zeigen im Laufe der Serie, dass da viel, viel, viele Aktionen von ihm sind, wo man wirklich sagen muss, okay, du musst wirklich mal auf den Bau, und das will dann Tony ja auch machen, er will ihn ja auf den Bau schicken. Und dann ist seine erste Frage, aber das ist doch draußen. Und das ist doch super kalt. Und da merkt man schon wirklich, okay, nee, du sollst wirklich mal geerdet werden, weil der ist null geerdet. Ja, und er ist ja auch zu allen gemein. Ja, aber auch da muss ich sagen, er ist in eine Mafia-Familie reingeboren worden, die schon immer richtig viel Kohle hatte. So, ja, und Tony hat ihm ja auch wirklich schon eine Menge zukommen lassen, so, ja, ohne dass da irgendwas eingefordert wurde oder ohne dass das irgendwie in Frage gestellt wurde oder ohne dass er dafür, sag ich mal, kritisiert wurde, dass er ja so viel kriegt und dafür aber so wenig leistet. Ja. Ja. Also, Hai und Ende. Hm. Genau. Hände und Ei. Ja. Ja, also, ja, ja, ja. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt, weil ich werde ihn jetzt schon mal einfach ins Rennen schmeißen, ja? Okay. Ich guck mir mal so eine Figur wie Carl an. Carl, ja? Aus The Walking Dead. Aus, ja, The Walking Dead. Ja. Und Carl lebt in einer Welt voller Scheiße, ist geerdet bis zum Anschlag und verhält sich trotzdem wie ein Affe. Ja? Ja. Also da sehe ich den gravierenden Unterschied. Okay. Weißt du? Also Carl wüsste es eigentlich besser, weiß es eigentlich besser und macht trotzdem nur Bullshit. Ja. So. Und ich weiß nicht, Anthony Soprano, ob das da wirklich so. Ich finde es ein bisschen hart einfach. Ich hätte ihn in S. Wie super nervig das war. Ich finde ihn wirklich super nervig. Ich habe noch nicht alles gesehen, das muss ich auch sagen. Ja. Am Anfang finde ich ihn super cute und cool und jetzt kommt da so durch, ja. Ich bin ja noch relativ am Anfang. Ja, aber der ist doch nicht cute und cool. Doch, der ist cool, läuft da mit seinen Baggies rum und ist immer so, ne, hi Dad und in der Schule und behauptet sich da gegen die Bullies und so. Doch, der ist schon cool. Er behauptet sich, das ist doch auch noch das Ding, er behauptet sich ja nicht gegen die Bullies. Er wird in Ruhe gelassen, weil die Bullies ja wissen, wer sein Vater ist. Ja. Okay. Ja, aber ist doch an sich okay. Und er checkt es ja noch nicht mal. Ja, aber er macht, siehst du, und das finde ich schon wieder das Sympathische. Er checkt noch nicht mal. Ja, gut, okay. Und er nutzt es noch nicht mal zu seinem Vorteil. Genau, er könnte viel mehr Arschloch sein. Das stimmt, das stimmt. Ja. Okay, also. Und außerdem, er hat ja nicht so. Wo wollen wir ihn dann hinschieben? Er kommt ja auf die schiefe Bahn und das heißt, ja, das stimmt auch, das stimmt auch, ja. Dann, okay, ich würde mich auf A oder B. Ich bin bei B. Ich bin auch bei B und wir können ja doch, können wir da noch mal ein bisschen rumrangen? Wir können ja noch mal, okay. Ja, alles klar. Doch, aber nein, so ein Mittelfeld ist auch, ich glaube, strategisch ganz gut, den erstmal so. Da habe ich mich jetzt aber sehr unterbuttern lassen, weil ich habe den echt bei S, aber gut, okay, mal gucken. Werde ich noch mal drauf zurückkommen später. Es ist ja auch eine Frage der Empathie. Ja. Richtig. Ja. Ihr habt ja auch, ich komme ja auch aus reichem Hause und deswegen. Ja? Okay. Na gut, okay, weiter geht's mit Flynn, aka Walter White Jr. Auch echt verzogen. Also da würde ich auch sagen, am Anfang ist er auch cute, wie er da Walt die Seite aufsetzt und so weiter. Aber ich habe mir noch mal ein bisschen was reingezogen. Ja. Und das ist schon wirklich, er ist ja sogar zu Skyler so gemein und die hat ja wirklich eine undankbare Rolle. Und ich bin da auch bei Akut. Akut, ne? Mindestens, ne? Ich find's, ich hoffe, ich hau jetzt hier nicht die Fettnäpfchen raus wie blöd so, ne? Aber er ist ja nun mal körperlich beeinträchtigt. Ja. Und ja, er hat schon von vornherein ein schwereres Los als sehr viele andere Menschen. Ja. Und trotzdem hatte ich auch immer schon mal so ein bisschen das Gefühl bei ihm, ich weiß nicht, ob die Serie das bei allen auslöst, bei mir hat sie es zumindest ausgelöst, dass er sich dessen schon irgendwo bewusst ist und das auch zu seinem Vorteil nutzt, beziehungsweise das nutzt, um gemein zu sein, weil er halt weiß, okay,
auf mich ist man vielleicht etwas weniger böse, beziehungsweise ja, ich kann mich irgendwie ein bisschen leichter rechtfertigen in den Aktionen, die ich mache, weil ich bin ja so und so, wie ich geboren wurde. Ja. Und das finde ich bei ihm, ist, ja, da ist schon die Tendenz vorhanden. Deswegen würde ich ihm halt zumindest im späteren Verlauf, also für den späteren Verlauf der Serie, mhm, weil am Anfang finde ich ihn auch noch nicht so schlimm. Ich meine, der ist halt einfach ein armer Junge von, ja, von einem Lehrer, so, der halt, ja, sich nicht leisten kann, dem Jungen halt irgendwie das Leben zu bieten, was er halt braucht. So, ja. Und deswegen, aber ich würde halt sagen, der wird schon akut. Der wird akut, ja. Ist auch leider, ja, sehr nervig, weil, was mich am meisten stört, ist, Junge, warum checkst du es denn nicht? Weil er so quasi gegen seinen Vater arbeitet und ich natürlich als Zuschauerin beim Protagonisten bin. Ich bin natürlich auf der Seite von Walter und sage, mhm, meinst du nur gut? Siehst du nicht, was dein Vater alles für dich macht, was, nee, der aufgibt, ja, für euch? Ja. Nee, wieso checkst du es denn nicht, gar Junge? Nicht, mach doch mal die Augen, nee, auf, hör mal auf, jetzt so gesetzestreu zu sein und immer so versuchen, alles richtig zu machen. Lies doch mal ein bisschen zwischen den Zeilen, mein Gott. Und deswegen, ja, finde ich ihn leider auch sehr nervig. Am Ende noch die Szene, Walter sagt, hier, da kommt Geld an, und er sagt, ich wünsche, du wärst tot. Er checkt gar nichts. Ja. Er kriegt noch nicht mal zwischenmenschlich, ja, mit, dass sein Vater gerade kurz davor ist, umgebracht zu werden, nachdem alles zusammenfällt, am Telefon heult und so verzweifelt ist, sagt er, nee, tut mir leid, also nee, tut mir leid, Dad, sorry, nein, ciao. Das fand ich auch hart, das fand ich auch hart, diesen Junge. Verrat am Vater fand ich auch hart, und vor allem, weil er sich ja davor wirklich auch bestechen lässt mit dem coolen Auto und so. Und das, ey, eine furchtbare Folge. Ja, alles schlimm. Wie ich das mit den beiden Autos gehasst, ja, habe. Ja, voll. Wie ich das wirklich gehasst habe. Ja. Erstmal diese komische Montage zu, was war das, Skrillex, glaube ich, hier Make it Bundan, oder wie das heißt. Ja. Und dann, dass sie das Ding halt so wirklich vollkommen verballern, wo ich gedacht habe, boah, das kann nicht sein. Ja. Viel Geld. Ja. Viel Geld. Ja. Einfach mal eben in den Graben gesetzt. Ja, für ein bisschen Fun. Voll. Ja. Und eben, was ich echt krass finde, ist, dass er eben zu Skylar, der Mutter, so gemein ist und sie wirklich, man schaut ja die Serie und Skylar ist so, also sie hat eine unbeliebte Rolle in dem Universum. Also, mhm, sie ist ja einfach wirklich, man ist nicht so sehr auf ihrer Seite, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich habe ihre Schwester mehr gehasst als sie. Hm? Also ich fand ihre Schwester, fand ich furchtbarer. Ich finde Skylar, ja, hey, hat irgendwo ihren Punkt, ne? Also, ja, voll. Und, ja, das habe ich mir auch immer gedacht. Und also, das ist so das, was ich halt, wir routen für Walter White natürlich, ne? Aber was machen wir im Endeffekt? Wir routen für jemanden, der halt Drogen unter die Menschheit bringt, die komplett sehr abhängig macht, ja, der seine gesamte Familie der Gefahr aussetzt, jederzeit von irgendwelchen fiesen, ja, Halunken-Schergen, mit denen er Geschäfte, ja, macht, irgendwie umgebracht zu werden, ja, der, naja, der Menschen halt wirklich aktiv hat sterben lassen, ohne Hilfe, ja, zu leisten, um eben seinen Handlanger bei sich zu behalten. Also ich meine, ey, wie viel soziopathischer geht's noch so? Ja, ja. Und da muss ich auch sagen, da finde ich es nicht so schlimm, dass irgendwie Finn oder Walter Jr. so hart gegenüber Walter am Ende ist. Ich finde es irgendwo, kann ich es auch nachvollziehen, mhm, weil er war ja nun mal halt bei nichts dabei. Ja. Er kriegt ja alles nur von der Polizei oder irgendwelchen, ja, Nachrichten, mhm, oder sonst irgendwas mit. Und da sauer zu sein und irgendwie so gar nichts zu wissen, was sein Vater gemacht hat, obwohl man es sich hätte denken können, wenn plötzlich zwei Mustangs da vor der Tür in der, ja, Fabrik, mhm, neu stehen, ja, so, ne? Will ich gar nicht sagen. Aber ich gebe dir halt, da gebe ich Leo halt recht, er macht ja darüber hinaus in seiner Familie noch jede Menge Scheiße, und, ja, die ist dann nicht mehr so ganz nach. Und er baut auch richtig viel Scheiße. Also, ja, er ist auch, er hat eine so dumme Szene, wo er mit seinen Freunden Alkohol kaufen geht, und dann spricht er einen Typen an, ja, wo kannst du für uns Alkohol kaufen? Und dann sagt der Typ so, das ist illegal. Und er sagt so, no, it isn't. Und dann so, doch, ist es, ich bin Zivi. Naja, und dann retten halt seine Freunde weg, und er wird leider dann auch aufgrund seiner Behinderung halt gefasst, bringt Walt dadurch natürlich wieder in Schwierigkeiten und so weiter. Aber das zeigt wieder, also ja, es hat für mich wieder so gezeigt, er ist einfach nur ein Störfaktor. Er, ja, er ist dafür da, um Walt quasi in Schwierigkeiten zu bringen und so. Und er ist so, ach. Deswegen nervt er uns. Ja, ach, liebe gut, Kinder, deswegen verkauft keine Drogen mit pflegebedürftigen Kindern. Verkauft allgemein, ja, keine Drogen. Und das auch. Also A wie akut nervig? Ja, doch. Oder ist akut nervig. Nein, nee, weil es kommt noch. Das Ding ist ja, noch, ja, akut ist ja auch immer so ein schnell da, ja, weißt du? Und ja, ja, voll, bei ihm, ja, genau. Bei, ja, ihm war es so, wo du, ja, am Anfang die ganze Zeit noch dachtest so, ja, ist ja eigentlich, ne, armer Bub so, und ja, oh, ey Gott, wenn der wüsste und, ja, keine Ahnung. Und plötzlich ist er dann richtig der Assi. Ich finde auch, da hätte man aus der Rolle, glaube ich, noch mehr rausholen können. Ja. Er bringt dadurch, ja, auch Spannung rein, ja, und er bringt auch die Story nach vorn, deswegen legit. Ja, er macht Walt verletzbar und so weiter, ja, und so fort. Okay, jetzt, Joffrey. Ja, Joffrey, was willst du denn noch? Ich finde ihn nicht so nervig. Ich auch nicht. What? Ja. Hey. Ich finde ihn nicht so nervig. Für mich ist der nervig. Der ist nicht nervig, der ist ein Arschloch, aber er ist nicht nervig.
Okay. Für mich schon ein großer Unterschied. Also, dass er, also für was er alles verantwortlich ist und was er alles macht, ist richtig mies, aber nicht nervig. Ich habe mir nie gedacht, wenn er im Bild ist, ach komm, geh weg, das alles, was du machst, ist eh so langweilig und so. Weil langweilig und nervig ist es nicht. Nee, erst es ist richtig gemein und grausam und grausam, genau, aber er ist nicht nervig. Aber er ist in seiner Rolle geil, er bringt die Geschichte voran, ja. Er ist so ein genau. richtig schöner Bösewicht. Er handelt. Genau, er hat seine eigenen Ziele und deswegen ja. sage ich, schön weitermachen so. Ich habe ihn auch so bei... Er wimmert und jammert permanent, wenn es nicht läuft, bei ja, Mama. Ja, ja, die am Anfang, ja, okay. Also, ey, ich meine, okay, das, der Punkt mit dem, okay, er ist natürlich wirklich ein echt einfach ein schlimmer Mensch. Ja, ja. Genau. Das nicht gleichzusetzen ist mit nervig, okay, das kann ich wirklich auch durchaus akzeptieren, beziehungsweise akzeptiere ich. Und verstehe ich auch und fühle ich dann wahrscheinlich eben so. Aber er ist auch schon, auch mit Sansa da diese Episode im Wald, so. Das war schon, was war das, die erste oder zweite Folge, naja. So? Ja, so von wegen, wo du halt echt direkt auf Anhieb, das Einzige, was du gesagt hast, oh, du Lappen. Ja, wo er die Schelle da von Tyrion bekommt und gleich so dieser Blick, aber der Blick war gut, der war nicht nervig, er war nicht nervig, wirklich. Ja. Dieser entsetzte Blick, wie wagst du es, mich anzufassen und so. Und dann auch noch diese Schelle. Ich finde nicht, ich bleib trotzdem dabei. Also ich sehe es wie Johanna. Er treibt die Handlung voran. Er ist nicht so ein Störfaktor im Sinne von, wenn er zu sehen ist, dann geht's nicht weiter so. Aber kaum nervig. Frag mal irgendwie die Bürger von Westeros, wenn der Bengel da irgendwie wieder einen Streit vom Zaun bricht, der mehrere Menschen sitzen hier nicht im, die sitzen hier nicht im Panel. Die sitzen hier nicht im Panel. Die Bürger kann ich nicht. Aber auch für die müssen, die haben doch keine Stimme. Wir sind die Stimme des Volkes. Die lieben ihn doch. Die müssen ihn lieben. Die lieben ihn nicht. Niemand traut, das mit der ganzen Brotrationierung und all so ein Scheiß. Also das kann ja doch, da kann doch keiner sagen, das ist irgendwie. Aber würde man sagen, oh, der nervt. Ich will, glaube ich, auch nicht sagen, dass der nervt. Und der Bürgermeister, der nervt. Ja. Also ihr seid wirklich beide bei C. Ich meine, auf B lasse ich mich ein. Aber C finde ich schon fast zu harmlos. Ja, okay, ja, verstehe ich. Aber Joffrey und AJ auf einer Stufe finde ich dann auch falsch. Ja, wir fangen ja erst an. Ja, okay, wir fangen erst an. Okay. Können ja dann noch mal ein bisschen nachjustieren. So, jetzt. Karl S. Karl S. Super nervig. Ey, ich finde das Meme finde ich ganz lustig. Wir haben uns gerade eben noch ein paar Bilder. Ich kenne das leider nicht, ich muss leider sagen. Also, ich habe mir Walking gestern Dead nicht gesehen? Die 5 Iconic-Szenen von Karl angeguckt auf YouTube. Und da fand ich's nett. Also, da war da die Szene dabei, wo er den Zombie abknallen will, der im Sumpf feststeckt? War die Szene dabei? Nee. Okay. War vielleicht nicht seine Iconics-Moment? Ja, genau, das ist ja das Ding. Ach so. Das ist ja das Ding, weil von solchen Momenten lebt der Junge ja. Und das ist scheiße. Kannst du es nochmal abholen, weil ich habe auch nicht alles von Es gibt eine Szene, da ist Karl irgendwie, der hat ja irgendwie ein Problem damit, dass er irgendwie auch die Viecher abknallen soll. Und wird auch ständig dazu irgendwie angehalten, mal irgendwie jetzt ein bisschen mit einzugreifen in den Kampf und so. Mach mit. Und dann gibt's so eine Szene, da geht er halt irgendwie allein in den Wald, was halt auch schon wieder saudämlich ist, ja. Wo du halt auch so denkst, oh Karl, ey. Du hast doch nicht anders verdient. Mhm. Ja. Und dann steckt da irgendwie so ein Zombie im Sumpf. Mhm. Zombie im Sumpf. Ja, ein Zombie steckt im Sumpf fest. So. Also da ist irgendjemand wahrscheinlich mal vor Jahren im Sumpf gestorben oder was weiß ich. Oder halt irgendwie während des Ausbruchs. Und kommt da nicht raus. Und Karl versucht ihn halt irgendwie umzubringen und kriegt es halt nicht hin. Ja, und stellt sich dabei wirklich so dämlich an. Und wo ich dachte halt, nee, das ist nervig. Das ist der Inbegriff von, du strapazierst gerade meine Nerven mit einer Szene, die nicht sein muss. Weil der Junge hat, glaube ich, in der, ich weiß es nicht, ob es die zweite oder dritte Staffel war, aber ich glaube, es war halt auf jeden Fall eine der vorangeschrittenen Staffeln. Und ich würde behaupten, der Junge hat's gerafft, dass es jetzt irgendwie drauf ankommt, dass da draußen eine Gefahr herrscht oder rumläuft, die, obwohl sie tot ist, Menschen frisst. Mhm. So. Und ja, nee. Also der kriegt wirklich eine Menge dumme Szenen. Und das ist halt wirklich, die Szenen kann ich mir auch wirklich empathisch nicht als Vater oder sonst irgendwas schönreden. Da sage ich einfach, nein, es nervt. Okay. Es nervt wirklich. Es nervt von vorne bis hinten. Alles klar. Also weil sie eben auch versuchen, immer irgendwie eine menschliche Bedeutung oder irgendwie so diese Unschuldsbedeutung, die bei so Zombie-Apokalypsen-Filmen oder Serien immer so die eine Rolle einnehmen muss.
versuchen sie ihm da aufzudrücken. Und ich finde, das klappt halt auch nicht. Weil er auch dann irgendwann, ne, ich meine, der Typ dieses Rumschluffige, so, wo ich mir so denke, hey Mann, straff dich, Alter, du bist in der Endzeit. Okay. Aber ey, das ist das, so sehe ich's, ne? Ja. Also ich meine, ich kann nicht von euch verlangen, diese Meinung zu übernehmen. Du hast mich schon überzeugt. Also wie gesagt, ich hab's nicht gesehen, sondern ich kenne vor allem halt das das Meme und da habe ich ein paar lustige gesehen. Aber das, davon will ich es nicht abhängig machen. Ich habe mich erkundigt und habe eben auch gelesen, dass der wohl in der The Walking Dead Community echt als nervig angesehen wird. Und da will ich jetzt auch nicht dem widersprechen. Und vertraue dir auch. Und dann hauen wir den jetzt mal in S, wie super nervig. Und jetzt Malcolm. Von Malcolm in the Middle. Zweigeteilt, meiner Meinung nach. Yes, wieso? No, maybe. Weil der am Anfang richtig cool ist. Also ich finde mal, am Anfang finde ich ihn gar nicht nervig. Aber wie so oft bei solchen Kindern mit der Pubertät ändert sich das. Und wenn die Kinder älter werden und so, dann ähneln die sich immer mehr an, finde ich. Also gleichen sich immer mehr. Und ich finde, Malcolm wird da ein richtiger Dummbatz. Der wird, ist auch nicht mehr so der Entertainment-Faktor oder so. Es kann man nicht mehr vergleichen zu den anfänglichen Staffeln, wo es wirklich irgendwie spannend ist oder lustig und irgendwie unterhaltend, sich das Dreigespann von Reese und Dewey und Malcolm irgendwie anzugucken. Und später sind dann Reese und Malcolm, finde ich, so ein bisschen zu ähnlich. Und Malcolm will dann auch irgendwie immer mit irgendwelchen Mädels abhängen und so weiter. Genauso wie Reese, wo es irgendwie in seiner, der ist ja dumm, wo es irgendwie da so, verstehe ich, aber dass Malcolm irgendwie nicht nach was Hohem strebt, sag ich mal, und sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt auf meine Karriere und werde mal Präsident, so wie es von meinen Eltern quasi gewollt ist. Finde ich, wird er dann recht nervig im Laufe der Sendung. Deshalb, ich hätte jetzt ihn in C getan, kaum nervig, aber jetzt nicht gar nicht nervig. Hätte ich jetzt gesagt. Wie sind eure Meinungen? Ich muss mich outen. Ich bin nicht so der Malcolm mittendrin Experte, beziehungsweise habe mich nie so hart mit dieser Serie auseinandergesetzt. Ja. Eben, weil ich ziemlich viel an dieser Serie nervig finde. Ja, okay. Ja, okay, und ich habe auch nie. Ich habe mich halt immer gefragt, what's the point? Also, was ist das Besondere an dieser Familie, außer dass die alle eine Klatsche haben? So. Ja, also ich mal einen schönen YouTube oder beziehungsweise ein sehr instabiles Nervenkostüm, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und ich habe auch nie so den Dreh verstanden. Also ich habe wirklich einfach nicht den Dreh verstanden, was bei Malcolm mittendrin oder Malcolm in the Middle, was da der Dreh war. So, also nur mal als Beispiel, bei Scrubs, verstehe ich, das sind die jungen Ärzte, zack, 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 da hat man einen gewissen Ansatz und der wird halt immer dadurch unterbrochen, dass man vielleicht das visualisiert, was Leute sich denken. Cool, fein für mich. Bei Parker Lewis, ähnliches Konzept. Und ich wusste, Parker Lewis ist der Coole von der Schule. Ja. So, also, da weiß ich, was seine Aufgabe ist und dann wird vielleicht mit dieser Aufgabe irgendwann mal gebrochen. Alles cool. Ich habe nie verstanden, was bei Malcolm das Ding war. Oder hier Doogie Howser, der Arzt, der übernatürlich begabte Arzt, so, weißt du? Also, ich bin dankbar für die für die kleinsten Ansatzpunkte. Ja. Ich habe bei Malcolm in the Middle nie den Ansatzpunkt gefunden. Nie. Ich habe das auch nicht so ganz gecheckt, bis ich eben diesen tollen YouTube-Essay, ich habe leider den Namen vergessen von dem Typen, der das gemacht hat, aber der hat so die Bedeutung quasi herausgestellt, was es eigentlich heißt, dass die so arm sind. Und in den USA, dass sie eben, man sieht vor allem immer in so Sitcoms eher reiche Leute. Aber Roseanne? Habe ich leider nicht gesehen. Ja, aber also ich meine, das war ja auch so ein Ding. Roseanne war ja eigentlich berühmt dafür, dass sie so das Proletariat irgendwie hochleben. Ja. Und ich meine, ich fand Familie Tanner bei Alf jetzt auch nicht unbedingt reich, ne? Ja, aber diese Armut wird ja in jeder Folge thematisiert. Aber die wohnen doch auch gut. El Bundy, oder? El Bundy gibt seinen Kindern Krümel aus dem Toaster zu essen, weil nichts mehr da ist. Oh Gott. Na gut, okay, das war aber Malcolm mittendrin ist ja das Geile, dass die eigentlich nichts haben und so im Chaos sind, aber die Charaktere so geil sind. Also Hell, der Vater, das ist einfach nur iconic, wie die alle versuchen, so auszufliehen von diesem eigentlich tristen und Alltag, den er zu Hause haben, in dem Hell sich diese verrückten Hobbys sucht und Lois irgendwie versucht, immer rechts und links irgendwie Zeit für sich zu schaffen und diese Kinder einfach so verrückt sind und dann hast du die Hoffnung auf Malcolm, der so hochbegabt ist und am Anfang ist das auch mega und alle Hoffnung ist auf dem, bis er auch merkt so, nee, ich habe eigentlich keinen Bock und so. Ach,
okay, der Ansatzpunkt ist, er ist das einzige Genie in einer Familie von Dummen. Richtig. Ah. So ein bisschen. Ja, schon. Später habe ich halt, muss ich dann ehrlich sagen, dann habe ich immer so die entsprechenden Folgen gesehen oder wenn ich da mal reingeguckt habe, ich meine, ich habe mir das angeguckt für Bryan Cranston, weil ich finde, auch wenn mich der Vater halt wirklich schwer am Nervenkostüm kratzt. So, echt? Das ist mein Liebling. Ich finde den auch super. Aber ich gucke den auch gerne. Ja. Verstehst du? Weil ich verstehe ja die Aufgabe von ihm. Ja. Er soll ja anstrengen. Ja. Ja. Er soll ja wirklich der Chaot, das flatterige Wesen schlechthin sein. So, das verstehe ich ja. Ja. Und die Mutter ist immer halt wirklich auch kurz vor der Zündschnur. So, ja. Ne? Ja. Ja. Das verstehe ich. Vollkommen. Und ich gucke mir gerne an, was Bryan Cranston da macht, weil ich finde, Bryan Cranston macht super. Ja. Aber ich habe nie den Ansatzpunkt verstanden, dass Malcolm der cleverste von allen sein soll. Okay, das ist krass, auch in so hochbegabten Klasse ja, und so genau. gefördert und das an sich hat so einen krassen IQ und alle denken immer, der ist, ne? Und dann kommt das so raus und dann geht das eigentlich alles los. Aber das hat Leo ja auch gerade schon gesagt, sobald der älter wird, verlieren die den Kontext, verlieren die den Bezug, der kümmert sich da nicht mehr drum, der hat keinen Bock mehr, der wird langweilig und ein bisschen lazy, hängt nur noch mit Reese rum und das ist natürlich nervig, weil ich will ja eigentlich sehen als Zuschauerin, komm, du schaffst es, du schaffst jetzt quasi ne, deine Familie, die alle liebenswert sind und so, die alle irgendwie cool sind, denen da rauszuhelfen. Ja. Und das passiert, glaube ich, nicht so richtig. Also haben sie die Reibung rausgenommen? Ja, so ein bisschen, ja. Fokus, das ist ja schade. Ja, voll, voll. Weil an sich, ich finde wirklich die ersten 3-4 Staffeln alle richtig gut. Wirklich auch gute Gags richtig drin. Gut. Ich habe da richtig gekichert. Ja. Früher, als das immer so nach der Schule im Fernsehen lief. Der Scraps, da merkt man drin, weil ich keine Kombi. Ich muss im falschen Alter da irgendwie mit Erstkontakt gehabt haben. Mhm. Also für mich, mich hat es nie so richtig abgeholt. Deswegen, ich vertraue eurem Urteil. Ne? Also ja, würde ich auch sagen. C? Ja. Alles klar. Dann haben wir jetzt George Michael Jr. aus Arrested Development. Ey, wie willst du dem denn böse sein? Der ist nicht nervig. Ich auch nicht, der ist nicht nervig. Der ist so halt cute. Also allerhöchstens C. Allerhöchstens, aber nee, der geht einem wirklich nicht auf den Sack. Nein. Ich wüsste jetzt nicht, was. Der ist eine Bereicherung für die Serie, der bringt seinen Vater in so lustige Situationen, einfach wie der ist und wie unbedarft der ist und alles, was der sagt, ist nicht nervig, sondern irgendwie unterhaltsam und deswegen finde ich den. Also man lacht ja eigentlich über den, ne? Ja. Ich lache auch mit dem. Ich lache auch mit dem. Ja, also ich wirklich auch. Also mich stört der kaum. Nö, finde ich auch. Okay, dann jetzt Jake von 2½ Men. Höher. 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 Ja, da so. S? Ja. Echt? Super nervig. Ich würde ihm auch eventuell geben, dass er nämlich in den ersten 1-2 Staffeln wirklich süß ist. Also da ist er wirklich ein süßer Junge. Und er ist halt auch nur dumm, ne? Das kam komisch rüber. ein süßes Kind. Ein netter, kleiner Junge. Ja. Der wirklich da, weiß ich nicht, da in ganz charmant. Ein Vorbildhaus aufwächst, charmant muss man mit auch den sagen. Zwei Single-Leuten. Ja, aber er ist auch ein bisschen doof, ne? Er ist komplett doof. Und das wird ja auch noch viel schlimmer. Oh, am Ende es wird kann man so sich furchtbar. Und er wird so eklig auch. Der wird richtig eklig. Ja. Er wird so richtig pubertär und ja. Aber ja, wollen wir jetzt echt jedes pubertäre Kind abstrafen dafür, dass es in der Pubertät ist? Dass sie nervig in der Pubertät sind. Ja, aber der ist ja dann irgendwann auch noch älter und so. Und der geht doch zur Army, oder? Die haben seine komplette Rolle so nervig geschrieben am Ende. Geht er mal zur Army? Ja, aber dann der verpflichtet sich da im Einkaufszentrum aus Versehen. Und dann ist er bei der Army. Ja, okay, witzig, das habe ich alles. Okay, krass. Ist es dann mit dem anderen, nicht mehr Charlie Sheen, sondern. Oder ist es noch mit Charlie Sheen? Oder ist es dann in den Ashton Kutcher Folgen? Ich hab's am Ende nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch. Also ich meine, das müsste mindestens bei Ashton Kutcher sein, weil das ist ja mit der Grund, weswegen sie ihn da so langsam aus der Serie rausgeschrieben haben. Weil er da, glaube ich, auch gar nicht mehr dabei sein wollte oder so. Nee, der hat ja da auch so einen Trip, genau, so der Schauspieler-Trip. Ja, ey, also. Die haben ihn nervig geschrieben, leider. Ich finde ihn wirklich, wirklich. Hat er immer so coole Stichworte gegeben und hat immer so diese unangenehmen Wahrheiten ausgesprochen zu seinen Onkels und seinem Vater gegenüber. So. Okay, cool, aber am Ende geht es bei ihm wirklich nur noch um, ich habe Verstopfung, ich bin dumm, ich krieg keine Mädels ab, ich weiß nicht, was mit meiner Hose los ist. Also. Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen hart, weil am Anfang ist er da nicht mehr als ein Stichwortgeber. Ja. Ne? Also da ist er noch keine Figur, sondern da ist er nur das süße kleine Ding am Rande, das halt mal irgendwann halt die Gags zusteuert. Ja. So. Kann man ihm jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Strick für draus drehen, wenn er dann irgendwann mal eine Art Personality bekommt? Aber was ist denn die? Die gibt ja keine. Die ist halt kaum vorhanden, diese Personality. Die ist nur nervig. Die hätten dem noch ein Talent, eine Leidenschaft, irgendein Hobby geben können, irgendwas, was mir den irgendwie. Aber er sammelt doch Popel oder was? Stimmt. Okay, stimmt. Natürlich in den A. Der Typ ist ein Feingeist. Also ich hätte ihn auch in S getan. Ey, dann packt mal S rein. Weil, ich will mich nicht drüber streiten. Also weil echt so nett. Dafür finde ich 2½ Men viel zu uninteressant, als dass ich mich darüber streiten muss. Ja, das ist einfach auch insgesamt, Okay, kommen wir mal wieder ins Jetzt. Roman Roy. Ja, ich meine eigentlich, also den musst du aus
Prinzip eigentlich ein S geben, weil er meiner Ansicht nach dafür angelegt ist. In der ersten Staffel auf jeden Fall. Ja. Da fand ich ihn auch echt eigentlich einen der schwächsten Charaktere. Ja, weil er war schon scheiße. Ja, ja, er ist richtig scheiße. Aber aus Succession. Succession, Succession kommt gerade die vierte Staffel, wo er... Ist der zweitjüngste Sohn, ne? Oder drittjüngste? Ist er nicht der Jüngste? Jüngste? Also er ist der Jüngste, Kendall ist der Zweitjüngste und dann ist er der, der Präsident werden will später, der, der gar nicht so in dem ganzen Business dabei ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Ja. Der ist der älteste Sohn. Okay. Und ich weiß nicht, wo Schiff ist. Ich glaube, Schiff ist auch noch vor... Er ist das jüngste Kind? Ich glaube schon, okay, ja. Ey, und ich meine, wenn du halt eine Familie von Wirtschaftspsychopathen, ja, sag ich jetzt mal, aufwächst, ja, da, ich weiß nicht, wie groß deine Chance ist, da nicht irgendwie einen mitzukriegen. Ja, voll, voll. Ich finde, er ist wirklich am Anfang in der ersten Staffel, finde ich ihn wirklich so Klischee. Ich finde ihn so schlimm Klischee, aber danach wird's wirklich, also die zweite, dritte und jetzt vor allem in der vierten Staffel, check ich zumindest als Zuschauer viel besser, was sein Ding ist und wie seine Beziehung zum Vater ist und so weiter. Und es kommt viel besser raus, weshalb ich ihn nicht in S sehe. Weil er ist auf S angelegt, gebe ich dir voll recht. Und das finde ich auch so ein bisschen lame, dass er so ist. Mhm. Ey du, ich kann jetzt nur anhand der ersten Staffel urteilen. Ja. Deswegen, also da würde ich auch deinem Urteil jetzt erstmal vertrauen, weil ich mir die noch angucken werde. Ich hätte ihn tatsächlich in B getan. B. Weil der hat schon irgendwo das Herz am rechten Fleck. Es kommt vielleicht sehr schwer, spät darum raus. Darum geht's aber auch nicht. Ob das jetzt alles ja? Leute sind, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Ich will wissen, nervt der Typ dich? Nervt ja, der dich bisschen, beim Gucken? Und schon, nervt ja. er, indem er die Story nicht voranbringt oder indem er unseren Lieblingsleuten im Weg steht? Oder was ist sein Problem? Er steht schon sehr im Weg. Und er ist auch wirklich bedacht darauf, Leuten absichtlich ans Bein zu pinkeln. So, ne? Ja, beziehungsweise Knüppel zwischen die Beine zu treiben. Ja. Und er sagt vor allem ja auch vor allem Fuck. Das ist so sein Satz. Sagen die das nicht alle? So oft, ja. Dass dich schon nervt, würdest du ja, sagen? Ja, ja, voll, voll. Vor allem, weil der auch keinen Satz, also der schafft, stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, der schafft's wirklich auch noch in der vierten Staffel, eigentlich kaum einen Satz, den er nicht irgendwie so böse, sarkastisch, ironisch meint. Also er sagt immer, sagt nie, was er denkt eigentlich. Und was ich halt auch in der ersten Staffel, also nur anhand der ersten Staffel feststellen musste, der ist so aggressiv vulgär. Mhm. Ja, also es geht ja nicht nur um den Fakt. Komplett. Sagen, unnötig. Ja, ja, schon. Ja, ja. Schon. Doch, ja, stimmt. Also er weiß, dass er, das ist ja das Schlimme, die haben ja sau viel Geld. Ja, klar. Die haben ja wirklich einen Arsch voll Kohle. Ja. Und er weiß, dass er halt das alles so machen kann, weil es ihm wirklich, wer soll ihm was? So. Und wenn er dann irgendwie, sag ich mal, die Konsequenz davon trägt, wedelt er halt wieder mit einem Bündel Geldscheine und das Thema ist erledigt. Ja. Also, ja, ich akut, komm, geh mal akut. Akut ich werde es noch gucken und dann. Ja, musst du auf jeden Fall machen. Schreibe ich einen Kommi unter das Video. Okay? Bitte. So, jetzt einen, der, den man vielleicht gar nicht erkennt. Es ist Quinn Mosbacher aus der ersten Staffel The White Lotus. Das ist der Sohn von Steve Zahn mit dem Hodenproblem. Ja. Richtig, genau. Ja. Und der denkt man am Anfang, okay, das ist so ein Jake-Typ. So ein pubertärer, nerviger Typ, der sich da jetzt in der Küche schön alleine vergnügt. Es ist wirklich, und dann irgendwie auf die Freundin steht. Genau, oder der ist so uncool, um bei den Girls mit rumzuhängen. Genau, und der genau. ist irgendwie nervig und ist im Weg und die wollen den nicht dabei haben. Und der ist als nervig angelegt, aber ich finde ihn auch nicht nervig. Aber es, Also ich muss auch sagen, ich fand seine, ist doch seine Schwester, Sydney Sweeney, ne? Ja. Ja, also sie und ihre Freundin fand ich deutlich schlimmer. Ja. Ich finde nämlich auch, dem seine Story ist in der ersten Staffel richtig heartwarming, wie er da auf diese Kanu- oder Ruderer da trifft. Ja, stimmt. Und man denkt am Anfang irgendwie so, was soll das? Aber irgendwie, er hat da ja eine ehrliche Freude dran und so. Und ist eben eine gute, pubertierende Person. Also wirklich, das finde ich wirklich gut dargestellt. Und falls er homosexuell sein sollte, ist das eine schöne, sag ich mal, Erkenntnisgeschichte. Ja, voll. Also ich finde den wirklich. Ja, er ist nicht so, oh, ich möchte die ganze Zeit bei euch mitspielen, oh, wieso lasst ihr mich mitmachen? Er sagt einfach, sorry, wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, dann mir doch scheißegal, schlaf ich am Strand, ey, ist mir doch kacke. Das ist auch so lustig, dass er über sich überhaupt nicht so, also er regt sich viel zu wenig darüber auf, dass er so verstoßen wird und wirklich, die Mutter sagt, jetzt lasst ihn nicht in der Küche, aber macht jetzt auch nichts, dass er nicht in der Küche schlafen muss, so. Ja. Finde ich auch schön, wie er am Ende so ein bisschen ausbricht da und merkt so, wie unnett oder unentspannt so seine Familienmitglieder da noch die anderen so sind, finde ich auch ganz gut, dass der so dann seinen Weg macht. Fand ich ein persönliches Ende. Also gar nicht nervig, ne? Nein.
Also mich hat der nicht gestört. Wie gesagt, seine Schwester fand ich wesentlich schlimmer. Mhm. Ich dachte am Anfang, wie gesagt, dass der eine ganz schlimme Rolle haben wird, aber es hat sich ja dann ganz anders entwickelt. Ja, die Schwester können wir dann mal in einem Spin-off dann noch die mal. Die kriegt von mir. Ja, die können wir noch mal in einem Spin-off dann die behandeln. Die kriegt ihr fit. Bei den nervigen Töchtern, das machen wir auch Obwohl noch. Obwohl sie halt in Euphoria halt auch so geil ist, ne? Also ich liebe sie in Euphoria, ich finde sie so großartig da. Aber gut. Ja. Und da ist ja auch keine wirklich leicht zu ertragende Persönlichkeit. Gar nicht, gar nicht. Das waren jetzt so diese neun, die mir persönlich sehr wichtig waren. Jetzt haben wir hier noch ein paar Honorable Mentions. Ja. Sind wir jetzt mit der overall zufrieden, ist Joffrey genauso nervig wie AJ? Wollen wir das so stehen lassen? Weil ich finde AJ nerviger einfach. Ja, aber ich muss einfach bei AJ sagen, ich habe so viel mehr Verständnis für seine Persönlichkeit. Joffrey ist ja ein verwöhnter kleiner Bengel. Ja, AJ so. Auch. Die beiden nebeneinander stehen ist aber auch. Naja. Ja, aber ich weiß auch, warum Joffrey ein verwöhnter kleiner Psychopath ist. Ja. Weil seine Eltern Geschwister sind. Okay. Aber ich finde, Mafia-Oberhaupt ist jetzt noch ein bisschen weniger, wie soll man sagen, Macht und Reichtum als König. Das stimmt, ja. Oder Königsfamilie, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Oh, ich tue mich auch schwer, aber AJ macht auch wirklich. Er macht auch Scheiße, aber ich finde halt, Joffrey macht halt auch richtig viel Scheiße. AJ ist auch arm dran und Joffrey ist ein Schwein. AJ hat so einen coolen, hat zwar in der 5. Staffel, glaube ich, so einen ganz coolen Arc, wo er dann so ganz anders ist. Das könnte ich jetzt ihm noch zugute halten. Ja, ich meine, dass er vielleicht nicht neben Joffrey und wir ihn sogar noch runterstufen, aber dann habe ich ja meine anfängliche Aber das Ding ist ja, er ist ja menschlich kein Schwein. Nee. So also er ist ja kein Unhold, so wie Joffrey, meiner Ansicht. Zwischendurch schon. Ein Unhold? Na, kein. Und also ich möchte auch sagen, Joffrey ist nerviger. Der ist so mehr edgy-badgy, wenn man jetzt darauf guckt. Er ist, glaube ich, auch wenn wir nicht alles sehen in den Szenen, da, wo wir nicht auf ihm sind, quasi wenn wir in irgendwelchen anderen Szenen sind, ich glaube, dann ist er nervig. Und wenn Joffrey, sich mal wieder irgendwie einen Anschiss anhören musste oder irgendwie zurechtgewiesen worden ist oder sonst irgendwas, dann lässt er seine Wut und seinen Frust und seine Trauer lässt er einen anderen aus. Und AJ macht das ja eigentlich nicht so zwangsläufig. Nee, das stimmt, Das stimmt. Also, ich finde der deutlich bessere. Also der mehr gute Kern oder der stärker gute Kern steckt meiner Ansicht nach in AJ. Das stimmt. Ja. Und deswegen würde ich, also deswegen habe ich so Hemmungen, ihn auf weiter Nerven hochzustufen. Ja, aber ich will auch Joffrey eigentlich nicht weiter hochstufen, weil ich finde, ihr habt ja recht, man guckt ihm ja gerne zu. Und wenn er da am Ende, Spoiler, Entschuldigung, liebe Game of Thrones Kenner. Oh Gott, du schickst einfach so Ich sag mal so, ich habe jetzt mehrfach erlebt, die Hochzeit, also war es seine Hochzeit? Ja, schon. In der 4. Staffel da, oder? Ja, genau. Ja. Das war seine. Wenn er da blau anläuft und so weiter, wie viele Leute ich mittlerweile erlebt habe, die gejubelt haben. die wirklich gecheert haben. Ja, voll, ja. Und ich weiß nicht, also die jubeln ja, weil es ja ein geiler Bösewicht war. Richtig. Nicht unbedingt, weil es ein Oh, Gott sei Dank bist du weg, Charakter war. Voll. Ja? Aber dann bleiben die vielleicht einfach doch stehen. Wir haben es ja trotzdem erklärt. Dann bleiben die genauso stehen. Vielleicht sollte man das beiläufig in relevant nervig irgendwie ändern. Das können wir machen. Das macht dann keinen Sinn mehr, aber das machen wir. Baby relevant nervig. Relevant. So. Das checken doch alle. So. Ja, okay. Aber komm, jetzt. Ich hätte tatsächlich, mir ist dann noch ein Sohn eingefallen. Ich weiß nicht, ob du drin hast, aber hier der Sohn von in Euphoria, der Sohn von Mac Sexy. Scheiße, nee, habe ich nicht drin. Da habe ich auch gedacht, du Bastard. der ist mies. Aber war der so nervig? Ja, aber der wurde in der 2. Staffel so nervig, weil er da plötzlich zum weinerlichen Boy wurde. Stimmt. Ja, und man sich gefragt hat, Leute, ihr habt ihn in der 1. Staffel als absoluten Psychopathen hingestellt. Mhm. Also wirklich der, über Pressevideos und irgendwie Online-Mechanismen wirklich Leute in den Wahnsinn treiben. Ja, ja. Stimmt. So, ja. Und in der 2. Staffel. Er ist gebrochen. Er ist einfach gebrochen. Das stimmt. Ja. Ging schnell. Papa mag mich nicht. Ja. Fuck, nee, den habe ich leider nicht drin. Ist egal. Also ist nicht schlimm. Aber wo würdest du ihn hinsetzen? Also den würde ich schon bei akut nervig, weil der halt so eine krasse Kurve hingelegt hat. Ja. Weißt du?
Das aber stimmt. Ist nicht schlimm, ist ja, nicht schlimm. Ja. Hier, ist das Aegon der Zweite? Aegon der Zweite, ja, den fand ich wirklich, also, ich glaube, du hast noch nicht House of the Dragon gesehen. Ich fand den furchtbar nervig. Da ist mir eben, das war so mein Moment. Da würde ich auch bei Akut mitgehen, ja, allein bei der Kurve eben, die er hinlegt. Weil ja, erst am Anfang ist er halt einfach noch, ja, okay, ist so ein kleiner Junge so. Genau, ja. Und plötzlich, ja, ist vielleicht auch ein Versäumnis der Serie. Hm. Könnte man jetzt ja mutmaßen. Aber plötzlich ist er halt so von 0 auf 80, ja, ja, Arsch. Ja. Und dann in der übernächsten Folge ist er halt wirklich der Vollarsch. Mhm. Ja. So, und auch dann wieder der weinerliche Boy, richtig, der dann irgendwie. Und es bleibt da ja auch bis zum Ende so. Genau, der, ja, halt, der halt echt bis zum Ende immer wieder unter Mamas Rockzipfel kriecht, mhm, so, ja, wenn er mal wieder Ärger bekommen hat oder eine Schelle bekommen hat oder das sonst was. Das klingt schon nervig, ja. Das ist wirklich, ja, vor allem wirklich dieses, wie der da auf der einen Beerdigung irgendwie besoffen rumtorkelt. Seine Schwester, glaube ich, sogar sagt, dass sie irgendwie. Ja, stimmt. Das ist alles, wo sie sagt, wir sind doch nicht verwandt mit der oder so. Genau. Oder irgendwie, ja, so, die ist viel zu verrückt für uns oder irgendwie sowas. Dann ja, er mobbt er nicht auch seinen kleinen Bruder da? Nö. Mit dem Schwein und so? Ja, das ist eigentlich ein S. Weil er ist ja auch versoffen dann, wo er da einmal in seinem Bett, oh Gott, die Szene, wo er im Fenster onaniert. Boah. Nervig. Okay, ich schau's mir an, jetzt hast du mich. Nee, komm, der ist wirklich, okay, super, oh, der ist super, okay. Der ist super nervig. Weg mit dem nervigen, ja. Weil er wirklich die Krönung dann am Ende und so da. Die wirkliche Krönung oder die Krönung? Nein, die wirkliche Krönung, okay, von ihm am Ende ist dann auch so, ja, okay, dann mache ich das halt, stimmt eigentlich, Mom, du hast recht, ich bin eigentlich schon. Weil er ist ja irgendwie. Er hat überhaupt keine Ambitionen. Nee, null, ne? Ja. Gar nicht. Mhm. Und das macht ihn so nervig. Er hat so ein richtiger Schluck in der Kurve. Ja. Dann passt das doch gut, ja, darum. Ja. Ich habe noch hier David Rose aus Schitt's Creek, den du überhaupt nicht nervig fandest. Ich, ne, liebe den. Das, ja, war für mich den Grund, die Serie zu Ende zu gucken. Kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe auch gar nicht so viel gesehen. Doch, der Typ ist kein bisschen nervig. Der ist kein bisschen nervig. Ich habe ein paar Folgen aus der ersten Staffel gesehen und war mir nicht sicher, ob der vielleicht hier so irgendwo. Aber nein, da unten. Dann ist seine Schwester eher die nervige und die Mutter natürlich. Aber nein, er ist toll. Okay. Tut mir leid, ich bin, okay, persönlich. Wir kennen uns privat. Ich finde, okay, den einfach toll. Okay, dann, hey, muss ich dem noch mal eine Chance geben. Alles klar, David. Hey, hier, Jon Snow, um mal die Kuh vom Eis zu schieben. Jon Snow, ja? Ey, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich fand den am Anfang cool. Ich fand, mhm, den richtig, der, cool. Da wurde auch viel dafür getan, dass wir den cool finden. Ja, der, ja, wurde einfach, stimmt, cool inszeniert am Anfang. Der, ja, war aber immer so, der mit immer jedem, und mit so, jedem weiteren Schieß My Queen. Ja. Wurde es halt wirklich nervig. Ja. Würde ich auch sagen. Sagt, Junge, mach endlich mal. Der hat eine gute Abnehmung. Es ist also, so leid er mir am Ende noch tut, ja, und so verständnisvoll und empathisch ich auch für seinen Ritt, sage ich mal, jenseits der Mauer sein möchte. Und ich freue mich auch tatsächlich, mhm, ein bisschen auf das, ja, zu sehen, was da so kommen soll noch danach. Aber er wurde halt echt gegen Ende, also 7., 8. wurde er halt wirklich arschnervig. Ja. Dafür, dass wir uns am Anfang als so cool verkauft haben und als so der Typ ist, der, ja, der es schafft, passt jetzt am Ende nicht und muss ja auch sagen. Finde ich auch. Ich finde es gut, dass du das jetzt sagst, weil ich habe ihn da rein und ich hätte auch, ich hab davor überlegt, ist das eine edgy Meinung, Jon Snow uncool zu finden oder halt nervig. aber ich würde ihn auch nerviger als Joffrey sogar. Und das tut mir ja leid. Ja, mir tut's auch super leid. Ja, also, ja, ich glaube, bei keiner Figur bereue ich so sehr, ja, ihn so weit oben anzusiedeln wie jetzt bei ihm. Weil man, ja, kann doch nicht mal sagen, dass das relevant nervig ist, so, ja, weil dieses She's My Queen ist halt einfach, also denkt euch doch was Besseres aus. Mensch, du hast mir gerade ein bisschen, ja, Text vertragen. Ja, ja. Also sie haben ihn halt wirklich nervig gemacht. Also wirklich. Auf jeden Fall. Also exorbitant nervig. Ja. Und da muss ich halt sagen, ja, das würde ich auch sagen. Zählt vor allem, ich halte es hier noch einmal fest, es zählt vor allem für das Ende, für die Endphase dieser Serie. Tut uns leid. Ja. Tut uns leid. Aber ich bin froh, dass du es ansprichst. Wirklich. Weil, ja, ich wollte den schon auch. Den ich schon auch gerne noch besprechen. Gibt es sonst noch einen, den wir unbedingt noch verteilen müssen? Hier den Griffith-Bengel. Den Chris. Ja. Chris Griffin. Ich weiß nicht, wen ich schlimmer finde, seine Schwester oder ihn. Aber Mac ist halt immer so. Mac hat lustige Jokes, die auf ihr basieren. Ja, aber die soll ja halt eben, ja, so sein. Bei ihm, weiß ich nicht, das fühlt sich immer so an, als wollte man Seth Green irgendwie einfach einen Job geben. So. Ich hab so seine Bewandtnis auch, ja, in der Serie nie ganz verstanden. Ich finde, er hat auch nicht die besten Gags. So. Brauch und ist halt, ja, einfach der Dulli, ne? Ja, ja. Also, ja. Er ist halt eher so. Sagt er nicht in einer Folge, dass er den Paten nicht gut findet? Ich glaube. Ja. Ja.
Aber ja, puh, es wird mir jetzt auch schwerfallen, ihn hier irgendwo einzusortieren. Wir müssen wir ja auch nicht. Also, ja, wir haben ja jetzt unseren Deed getan. Mhm. Und wen haben wir hier noch? Candleroy, Prinz Charles, Albie von der zweiten Staffel The White Lotus und sein Vater. Ist ja auch ein Sohn. Die zweite habe ich leider noch nicht gesehen. Oh! Ja, ich sah jetzt ja gut, ist ja gut. Ich weiß. Ja? Das wird der Titel dieses Videos. Hier, ist das nicht der Malcolm in the Middle Bruder? Das ist Dewey und ja, Francis. Den würde ich nämlich. Ich fand den Dewey? Kleinsten immer am schlimmsten. Oh Gott. Mein Herz. Der ist so cute. Und er ist wirklich. Nein, Mann, ey, dieser Topschnitt und. Ah, nee. Das ist so ein guter Mensch. Wirklich, der kommt dann ja. Ja, und das ist das Schlimme. Okay. Ja, gut, das verstehe ich. Also, ja, den fand ich nervig. Auch nervig. Ja, muss ich auch sagen. Dewey findest du auch nervig? Schon ein bisschen nervig, aber es kommt immer drauf an. Du auch, Mutter? Je nachdem, in welchem ja. Jahr wir so sind bei denen, ist es leider so. Ja, ich. Pass auf, wird cooler gegen aus dem, okay. Am Anfang. Mach doch aus dem, ja? aus dem beiläufig ja. Bedeutsam. Bedeutsam? Bedeutsam ah. nervig. Okay, das ist gut. Ja, und dann können wir Dewey nämlich wunderbar da reinpacken, oder? Bedeutsam. Bedeutsam nervig. Alles klar. Okay. Und wollen wir noch Carl schnell machen? Carl Gallagher. Aus Shameless. Ah. Den finde ich cool. Carl finde ich richtig cool. Auch richtig cool. Ich fand den gar nicht nervig. Stick together. Ich auch nicht. Alle Leute in dieser Familie reiten sich gegenseitig oder sich in die Scheiße, aber er hat wirklich seinen Kram zusammen. Ja. Er kümmert sich selbst um sich. Er ist immer großzügig, wenn es darum geht, hier, wir sammeln für den und den ein bisschen Geld oder so. Gibt er sein Taschengeld da noch ab oder wir brauchen eine neue Waschmaschine oder so. Der kümmert sich um sich und bereitet den Leuten keine Probleme und deswegen ist der Typ King. Ja, ich finde den auch nicht nervig. Ich fand den, hat immer Spaß gemacht, dem zuzuschauen, wie er sich als so junger, kleiner Typ da irgendwie durch Südchicago, durch Südchicago irgendwie prügelt und so. Und da irgendwie überlebt. Noch besser als viele andere aus der Familie. Deshalb fand ich den auch nicht nervig. Ich habe jetzt Lip und Ian und ich weiß nicht, wer noch dabei ist. Da kommt ja noch einer dazu. Irgendwann. Aber der White Lotus-Junge ist zweimal da, ne? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Tut mir leid, das ist ein Fehler natürlich. Was sagt ihr zu Morty? Also, Morty? Ich finde Morty ja ein bisschen bedeutsam nervig. Also ich finde ihn am Anfang irgendwie ein bisschen anstrengend. Und da ist er halt eigentlich auch nur der Punching Ball für Rick. Mhm. Aber er entwickelt sich ja. Also ich finde, Morty hat eine schöne Entwicklung durchgemacht, sodass man da halt irgendwie nicht auf ganz oben ansetzen muss, sondern, also ja, vielleicht halt bedeutsam nervig sein soll. Weil der sollte ja auch irgendwie immer ein bisschen der unbeholfene, durch die Gegend onanierende Dulli sein. So, ne? Ja. Ja. Das stimmt, ja. Och, aber ich könnte ihn sogar noch eins weiter hoch. Finde ich nicht so nervig. Wir brauchen ihn. Was? Eins runter, meinst runter, du? Runter, genau. Ja. Also richtig. Kaum nervig. Hm. Wir brauchen ihn, er stellt die guten Fragen, er gibt seinem hier Konter und so. Kaum nervig. Also er muss manchmal nerven. Ja. Aber ich muss ja auch irgendwie noch mitkommen als Zuschauerin, was da passiert. Und dann ist es manchmal ganz gut zu erfahren, dass er noch mal so eine Frage stellt. Was genau passiert hier? Ja, vor allem, weil wir ja das rücksichtslose Verhalten von Rick eigentlich gerne abfeiern und irgendwie daran unseren Spaß haben. Und er ist dann immer so ein bisschen das gute Gewissen, das irgendwie so ein bisschen mit reinspricht. Ja. Ich finde, dafür kann er nichts, das ist seine Aufgabe, zumindest am Anfang. Aber ich finde, das ist auch eine so nutzvolle wie eben nervende Aufgabe. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja. So. Cool. Was gäbe es denn noch für Söhne? Ich kenne die anderen gar nicht. Ich weiß noch, ich glaube, er hieß Walt auch aus Lost. Der hat halt immer irgendwie genervt, weil der kam halt immer nur so sporadisch vor, hat irgendwie eine kryptische Andeutung gemacht und war dann wieder verschwunden. Und alle haben sich immer gefragt, wo ist Walt? War das vielleicht ein Gag? Naja, das Ding ist halt auch, bei dem war es bei dem war es halt auch dann irgendwann echt hart, weil dann gab es ja noch, ich weiß nicht, das war die Phase von dem großen ersten Autorenstreik, der so großen Einfluss hatte auf die ganzen Serienlandschaft. Und der Junge hat halt irgendwann einen richtigen Schub in der Pubertät gemacht. Und dann mussten sie ihn erstmal aus der Serie irgendwie rausstreichen. Und dann war er da. Ja. Und dann war er halt ein Teenager so. Oder ziemlich groß, also beziehungsweise deutlich größer als das letzte Mal, als wir ihn gesehen hatten. Ja. Und das war immer auch, also ich weiß, dass der so ein bisschen als Störfaktor wahrgenommen worden ist. Ja. Weil wenn er dann da war, hat er halt einfach nur irgendeinen kryptischen Spruch gebracht und ist dann sofort wieder verschwunden. Ja. Könnte man halt auch so diese ich meine, ich finde auch solche manchen Charaktere, ne, denen man so eine Aufgabe zumutet oder zuschreibt, die können halt auch nerven.
So, ich weiß nicht, was gab's denn für, was sind denn so für typische, immer mal kurz Aufsagen, bei Hallo Spencer. Die rufen nicht Galactica. Wenn ein Problem da war, rufen sie Galactica. So. Aber für 10.000 andere Probleme kommt die Frau nicht runter. Ja. Ja. Also, weißt du, so. Ja, ja. Ja. Oh, ey, das fand ich bei Walter White Jr. so nervig. Dass der nämlich immer dann kommt, wenn er Walt in Schwierigkeiten bringt. Ja, also immer brauchen dann wieder einen Konflikt für Walter. Genau. Mhm. Und ich habe ihn nie gesehen, wenn er irgendwie mit seinen Freunden normal abhängt, ohne dass er erwischt wird beim Alkoholkaufen. Oder einfach nur, dass er sagt, okay, mein Vater ist irgendwie ein komischer Typ geworden in letzter Zeit oder so. Ja, das kommt ja gar nicht. Reflektiert, überhaupt nicht. Du siehst ihn nur, wenn er nervt. Du siehst ihn nur auftauchen und dann ist er irgendwie dann soll er Walt in Schwierigkeiten bringen. Und das fand ich so doof an dem. Was ist denn. Ich weiß nicht, ob es hier reinzählt. Mhm. Bald würde es hier reinzählen, denke ich mal, wenn sie es wirklich durchziehen. Aber was ist denn mit dem Dursley-Bengel? Ah, ja, ja. Ich war gerade in Gedanken bei den Weasleys. Wer ist der nervigste Weasley-Sohn? Welchen Dursley meint ihr? Ganz kurz. Dudley Dursley von Harry Potter. Ach Gott im Himmel. Also ich meine, Harry Potter, sind wir uns einig, ist eine Serie, oder? Das wird ja jetzt eine mit dem Film, die Filmserie. Ja. Und absolut wirklich, ja. Und Dudley ist super nervig. Obwohl am Ende wird er... Hat eine Läuterung, die leider aus dem Film rausgeschnitten wurde. Tut mir ja leid. Aber im Buch, klar. Im Buch war er dann am Ende tatsächlich für einen Moment cool. Ja, aber das reicht nicht. Er ist trotzdem leider super nervig. Ist sehr nervig. Allein bei dem Angriff der Dementoren, wo ich gedacht habe, Alter, halt doch die Fresse. Ja. Du hast eben dieses Kapuzenvieh jetzt doch vor dir gesehen. Dann halt doch einmal zu dem, der jetzt gerade geholfen hat, irgendwie, dass dein Leben nicht völlig aus dem Fugen geraten ist. Du weißt, dass dein Cousin zaubern kann. Hier kommt ein Zauberwesen. Also an deiner Stelle würde ich auch mal ein bisschen kurz Schnabel halten und auf eine nette Geste von deinem Cousin. Ja, oder zumindest einfach die Schnauze halten. Ja, genau. Ja, einfach die Geschenke Nummer. Nervig und scheiße, dass er Harry da immer einsperrt und laut ist und ihm nichts gönnt und so. Der Typ ist, sorry, nervig. Wenn wir jetzt aber schon da sind, wenn wir jetzt schon ein bisschen uns geöffnet haben, muss ich ganz kurz ansprechen, Luke Skywalker. Das kenne ich leider nicht. Ist der nervig? Weil er so gut ist? Gut Skywalker. Naja, ist er ja gut. Also Luke hadert ja auch mit sich selbst. Ja, schon das Gute. Er wird doch schon immer als der Gute inszeniert, oder? Ja, er ist optimistisch. Aber ist er rein gut? Ich meine, das erste Mal, als er seinem Vater gegenübersteht, und auch wenn es nur eine Illusion ist, hackt er ihm den Kopf ab. Na gut. Spoiler-Alarm. Es ist nicht sein Vater, es ist seine Illusion. Es würde jetzt auch noch mal hier ein ganz neues Fass aufmachen. Wenn wir den jetzt noch... Gar nicht? Ich glaube, ich habe mal ein bisschen vom ersten Teil gesehen und ich habe sehr oft Traumschiff Surprise mit Bulli. Und das ist doch quasi dasselbe, oder? Das ist fast das Gleiche, ja. Aber reizt dich nicht? Doch, schon. Aber ich habe jetzt, ich glaube, ich gebe Serien häufiger eine Chance als Film. Aha. Und vielleicht muss ich das irgendwann mir mal angucken. Ja, aber nee, es hat mich bis jetzt noch nicht so gereizt. Wir könnten ja mal so ein First Watch mit Johanna machen. Oh, da kann ich ganz viel First Watch mit Johanna. Ja, ja, hätte ich auch mal Lust. Ja, aber so Star Wars ist ja halt dann auch wieder nochmal was. Ja. Also, dass Star Wars so komplett an einem vorbeigegangen ist, ist ja schon was Spezielleres, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest jetzt hier so in unserem... Dann können wir ein paar Leute noch mitnehmen. Andreas Links, glaube ich, hat es auch noch nie gesehen. Den Links. Oh, wir hocken uns zu viert hin und gucken mit Andreas und mit dir Star Wars. Ja. Oh, da habe ich Bock drauf. Das kann noch kommen. Wir haben jetzt, also danke erst einmal an euch, dass ihr mir geholfen habt, dieses Trauma der nervigen Seriensöhne zu behandeln. Aber hier jetzt, ist wo ich unsere das Prinzip Liste. So ein bisschen verstanden habe, hier ist unsere Liste, bin ich durchaus gewillt, hier die ein oder andere Kategorie demnächst nochmal zu Brust zu nehmen. So. Lass uns das machen. Lass uns das machen. Nur, ich hätte auch Bock. Ja, das geht aber natürlich nur, wenn ihr dieses Video euch anschaut. Stimmt. Abliked und am besten noch einen Kommentar. Supporters Club. Abos, Kommentare, Likes. Wir alles bieten hier mögliche. Was an, weil wir gedacht haben, das könnte euch gefallen. Ja. Leo gesagt, lass mal Tierlisten machen. Und eigentlich hat es super viel Spaß gemacht. Nicht nur eigentlich, es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn wir das nochmal machen sollen, dann sagt uns das. Gebt uns ein Like. Ja, vielen Dank für diese Abmoderation. Danke fürs Zusehen. ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.